So, guten Morgen zusammen. Und ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Kurz was in eigener Sache. Ihr wisst ja, die Custom Games sind jetzt am Laufen. Wir haben immer noch welche, die haben es anscheinend nicht so ganz mitbekommen, aber kein Problem. Ich erkläre es halt nochmal ganz kurz. Also, wir machen im Zeitraum von, es hat schon jetzt schon begonnen, von Montag bis zum, warte, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, bis zum 8. Dezember machen wir quasi Custom Games. Und es müssen halt mindestens 20 Leute mitmachen in einer Runde, damit die Runde gewertet wird für das Preisgeld. Und wer am Ende der Season, sage ich jetzt einfach mal, die meisten Sieger hat, der bekommt halt die 10 Euro. Wie ihr die 10 Euro haben wollt, müsst ihr mir halt dann einfach sagen, ob PaySafe, PSN, wie auch immer. Von mir aus kann ich es auch überweisen, wäre auch nicht das Problem. So, dann erstmal dazu. Dann seht ihr, wir haben deutlich weniger V-Bucks. Ja, in den letzten zwei Tagen zwei Skins verlost. Ich habe ja gesagt, seid im Stream dabei. Die Shop-Videos sind halt wirklich jetzt immer so die Informationsvideos, sage ich jetzt mal. Weil ich habe dann gestern noch ein bisschen Rettet die Welt gespielt. Ihr seht, wir hatten glaube ich gestern noch 300 V-Bucks. Jetzt haben wir schon fast wieder 600. Also da bin ich schon bemüht. Und falls du jetzt komplett neu auf dem Kanal bist, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit du halt wirklich die Streams nicht verpasst, wenn du bei Custom Games mitmachen willst. Und natürlich auch so, wenn die Aufgaben kommen oder so. Ich bin da eigentlich schon, ich würde sagen, recht fleißig. Aber das Wichtigste vor allem ist erstmal, schickt mir dann bitte eine Freundschaftsanfrage. So wie er Milad hat einfach einen ganz einfachen Grund. Werde ich euch gleich auch direkt zeigen. So, an yt-familyhack. Dahin die Freundschaftsanfrage. Wie viel sind wir jetzt insgesamt? Wir sind fast 800. So, dann würde ich mir sagen, gehen wir gerade schnell rein in den Shop schon mal. Und wer hat gewonnen? Haha, es hat meiner gewonnen, den ich auch gewählt habe. So, erstmal dazu, aber gehen wir direkt hier hin. Ach, jetzt brauche ich auch noch V-Bucks. Gehen wir mal gerade schnell auf die Tarnung. Wegen der Freundschaftsanfrage. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach, wenn ich dir irgendwas verlosen will, beziehungsweise schenken will, müssen wir mindestens 48 Stunden befreundet sein. Also deshalb die Freundschaftsanfrage, hat keinen anderen Grund eigentlich. So, dann gehen wir mal direkt rein in den Shop und gucken mal, was uns heute so schönes erwartet. Ah, der Skin ist wieder da. Ich weiß nicht, den finde ich komisch, den fand ich damals schon komisch, wo der ins Spiel kam. Ganz seltsamer Skin. Ganz, ganz seltsam. Ich weiß auch nicht, wo ich den hinordnen soll. Ich weiß nicht, den hat man auch ganz selten gesehen. Ich glaube, den hat sich auch damals schon kaum einer gekauft. Aber ihr wisst ja, Geschmäcker sind verschieden. So, dann haben wir noch die Spitzhacke. Wow. Daran kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Das ist natürlich nicht schlecht. Mit jedem Schlag kommt da was raus. Oha. So, dann haben wir noch den Kleider. Ach stimmt, den gibt es ja auch noch. Schon ein bisschen eklig. Ne. Also, weil, wie gesagt, mit dem ganzen Paket kann ich persönlich gar nichts anfangen. Weder Skin, noch Spitzhacke, noch Kleider. Oder wie seht ihr das? Irgendwie ganz komisch, oder? So, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zur Moxi. Moxi, Moxi, Moxi. Da ist die Moxi. In Rot. Man kann die nur in Rot-Schwarz spielen. Ich sage immer wieder, Rot-Schwarz ist das beste Outfit für die. Einfach so von hinten, schmale Figur, alles top. So, wir kennen hier den Rucksack. Aber ist immer so, als würde sich die Nase putzen. Wenn nicht immer diese Stilvorschau dazwischen rutschen würde. Ey. Ich sage wirklich noch, schwarz-rot ist eigentlich der beste. So ist auch okay, aber ich glaube, so fällt man erstens ein bisschen stark auf. Und ich weiß nicht, von hinten gefällt er mir halt nicht so. So sieht deutlich besser aus. So, was haben wir denn noch? Dann die berühmte Pickaxe.
Dück. 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 So, die Tarnung. Abkühlung. Da denke ich immer an die Deutsche Post. Wenn ich vorne dieses Zeichen sehe, sieht original fast aus wie das Posthorn. Warte, ich gehe mal gerade nochmal zurück. Guckt jetzt, guckt nochmal direkt hin. Wie das Posthorn, oder? Auf den allerersten Blick. Deutsche Post gefangen in Fortnite. So, da gucken wir gerade mal alles durch. Da, da, da. Ja, das ist okay. Also auf dem Boot finde ich die Tarnung schon okay, aber sonst, ja, dort irgendwie hat sie was, irgendwie auch nicht. Lall. Also schlechte sei, ja, schlecht ist er eigentlich nicht. Ich sag ja, ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, was alles betrifft. Ich bin nicht so einer, der sagt, oh cool, ja, kauft, kauft. So, ach Gott, ist er wieder da. Das Nickerchen. Oh. Einmal hinten mit dem Rücken, also es war, passt natürlich wie immer. Aber ich weiß nicht, auf den Skin kam ich damals schon nicht klar, als er rauskam. Weil da einfach kein Gesicht ist. Ist irgendwie so komisch. Klar, da oben ist der Kopf quasi, aber für mich gehört das irgendwie nicht zu dem Skin, sondern keine Ahnung, ganz seltsam. So, was haben wir noch dabei? Ah, ne, ist nicht die Spitzhacke, die so viel Schaden damals gemacht hat, oder? Okay. Als hätte er 0815 Toten. Hätten sie sich wenigstens mal wieder einfallen lassen können. So, dann der Hängegleiter. Gott, wie lang ist der denn? Der ist echt schwer lang gezogen. Der passt ja gar nicht ins Bild rein. Da, der Schweif ist fast aus dem Bild raus. Ah ja. Ah ja. Dann, beste Tarnung ever. Jeder kennt diese Raumschiff-Tapete oder nicht Raumschiff, diese Sonne-Mond-Kacke da. Jedes kleine Kind kriegt das in sein Kinderzimmer gemacht, wenn es klein ist. Immer Sonne, Mond und Sterne. So, gucken wir gerade schnell durch. Aber die Tarnung so an sich ist auch nicht schlecht. Das ist das Goldene da. Gut, da sieht es halt ein bisschen seltsam aus. Aber so. Dann ist nicht schlecht, aber halt 500 V-Bucks, ne? Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. 500 V-Bucks, dafür ist es eigentlich schon zu teuer. So, was haben wir noch? Einmal Daumen hoch. Zum Glück Daumen hoch, nicht Daumen runter. So, dann haben wir Rio Grande dabei. Da gefällt es mir deutlich besser ohne Hut. Und dann der schöne Rucksack dabei. Ich verstehe nicht, warum man den jetzt nicht mehr sieht. Früher war das doch so, ich habe den Skin gehabt, bin dann auf Rückenaccessoire gegangen und dann hat er das Rückenaccessoire angezeigt auf dem Skin, oder? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Quasi den Skin gehabt, dann Rückenaccessoire, dann hat er da angezeigt. Nee, nee. Dann haben wir wieder die rote Verteidigerin drin. Also den Skin sieht man ziemlich häufig. Klar, er kostet 800 V-Bucks und schlecht sieht er natürlich nicht aus. Und das wäre halt so ein Skin, den würde ich halt dann verlosen quasi im Stream. Wenn ich natürlich die 800 V-Bucks habe. Also heute habe ich sie definitiv nicht. So, dann haben wir hier noch die neue Lackierung. Wild X. Hätte sie eigentlich letzte Season rausbringen sollen. Ja doch, zu Season X rausbringen sollen, nicht jetzt. Aber sieht nicht schlecht aus. Hat was. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir jede Lackierung. Fast jede. Aber immer erst, wenn man ein bisschen länger hingeguckt hat. So, dann haben wir noch Elektrolaune. So, dann Daumen runter. Das finde ich so geil.
Daumen runter ist so heftig. Aber gerade wegen Wrestling und so. So, und dann der Skin hat er gewonnen. Ich habe ihn selber auch ausgesucht. Wie gesagt, ich finde ihn schon nice. Hat zwar halt ein bisschen was von dem Nvidia Skin, klar, davon haben wir quasi mehrere wegen Kopfhörer etc. Aber zu Recht gewonnen, finde ich. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, nicht vergessen, Creator Code eintragen. Ihr unterstützt mich, ich unterstütze euch. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, euch noch viel Spaß heute und haut rein.